Die Stadt Lauter-Bernsbach hat ihren Bärenrundweg fertig. Mit einer Wanderung wurde der nach dreijähriger Planungs- und Bauzeit nun offiziell eröffnet. Der Bärenrundweg ergänzt das bestehende Wanderwegenetz. Warum ist der Wanderweg entstanden? Wir hatten im Lauterer Ortsteil den Vogelbergrundweg. Wir haben also gemerkt, dass so ein Rundweg von den Einheimischen als auch Touristen sehr gerne angenommen wird. Wegeroute ist ungefähr so ausgelegt, hier in dem Falle Bärenrundweg 14,5 Kilometer, dass man eine gute Tagestour draus machen kann mit Familien in Anführungsstrichen. Also manche laufen das in drei Stunden ungefähr ab. Andere können sich halt da länger Zeit nehmen. 2013 war dann die Überlegung mit der Fusion auch Lauter-Bernsbach, dass wir auch in Bernsbach dann den Rundweg mit initiieren. Das Bernsbacher Wappentier ist der Bär. Deshalb war es naheliegend, zum Lauterer Vogelbär-Rundweg einen Bernsbacher Bärenrundweg zu schaffen. Der führt also durch den Ort. Oberpfannenstiel bis hoch zum Spiegelwald, also vom Schwarzwasser bei ungefähr 400 Höhenmeter, 390 hoch auf über 700 Höhenmeter. Man weiß also auch, dass man dort ein bisschen kraxeln muss. Und es gibt eine kleine Teilroute, das ist hier am Märchen- und Sagenweg, so nennen wir das, mit 4 Kilometer Länge. Insgesamt konnten da 8 Holzskulpturen aufgestellt werden. Die wurden von Bildhauern der Künstlergruppe Exponart geschaffen. Es ist angedacht, die Zahl der Figuren in Form eines Holzbildhauersymposiums um 2 bis 4 Kunstwerke zu erweitern. Dargestellt wird hier insbesondere die Sagenwelt Lauter-Bernsbach als auch im Erzgebirge und ausgestorbenes Handwerk. Hier im Hintergrund, wo ich gerade sitze, das ist der Spankorbhersteller. Das war damals sehr traditioneller Beruf für den Ortsteil Lauter oder auch für Bockau. Man hat also ein Drittel davon der Bevölkerung hat zu seiner Zeit davon gelebt. Manche kennen es noch zu DDR-Zeiten mit dem Klammerkörbchen, also was man zu Hause liegen hatte, oder das Pilzkerbe, wo man in die Pilze gegangen ist. Das waren oft Spanenkörbe, hergestellt aus Fichtenholz. Weitere Berufe, an die erinnert werden soll, sind zum Beispiel der Schwefelfadenzieher oder der Köhler. Aufgegriffen wurde außerdem die Sage von der Wunderblume oder die Sage vom steinernen Herz. Ja, wir haben es dann mehr oder weniger durchdacht, wo kann der Weg lang gehen. Wir müssen ja immer dann eine Widmung drauf liegen haben und so sind halt die 14,5 Kilometer zustande gekommen. Haben ein Förderprojekt der EU-Förderung, also LIDER-Projekt draus gemacht und wurde also auch von der EU gefördert mit 75%. Herstellungskosten waren des gesamten Weges bei 70.000 Euro. Schwerpunkt hier war ein sehr, sehr steiles Stück mitten im Wald, also ein forstwirtschaftlicher Weg, der sehr eingefahren war, wo die Wassermengen dann sehr eingeschnitten war oder den Weg eingeschnitten haben. Er musste ausgehoben werden und auf 300 Meter Länge mit Rasengitterplatten dann bepflastert werden, sodass der jetzt wirklich gut begehbar ist. Ich will beinahe sagen barrierefrei, also mit Kutsche auf jeden Fall, also Kinderwagen. Das war uns also wichtig, dass es so ein Familienweg ist. Und noch etwas ist dem Bürgermeister von Lauter-Bernsbach wichtig, dass es erwähnt wird. Wanderwege sind für den Ort auch wichtig. Im Moment werden 150 Wanderkilometer vorgehalten. Besonders erwähnenswert muss man hier wirklich die Wanderwege Warte nennen und den Erzgebirgsverein, die das im Ehrenamt auch hegen und pflegen. So kann man das Wandern auf dem Vogelbärrundweg und dem neuen Bärenrundweg als ein touristisches Highlight in Lauter-Bernsbach bezeichnen.